Hallo und herzlich willkommen zurück zu Station Ears, zusammen mit China. Hallo. Hallöchen. So. Ja, sag mal, warum habe ich die letzte Aufnahme Station eigentlich dieses Ding da hinten gebaut? Ja. Das ist immer so genial. Also ja. Da müssen wir jetzt vielleicht auch mal was erklären. Wann kam das Update? Während wir Aufnahmesession hatten oder danach? Ja, danach dann. Ne? Also wir haben ja immer, wir spielen den Beta-Branch. Und einige Zuschauer meinen vielleicht, wir wären bescheuert. Und das Ding ist, es sind jetzt Kühlschränke eingeführt worden als normale Hausgeräte oder Geräte halt, die man aufstellen kann, so wie den Ice Crusher und so weiter. Aber als China hier angefangen hat, das Ding zu bauen, da waren die noch nicht drin. Ja. Das liegt daran, dass wir im Beta-Branch spielen und da die Sachen teilweise so peu à peu zugefügt werden. Ja. Es kam das System, das Lebensmittel verderben können. Das hatten wir dann während der Aufnahme dann auch aktiv. Und ja, einen Tag später oder so gab es plötzlich Kühlschränke. Mhm. Ja. Gut, dass wir auch abgewartet haben. Anscheinend hat der große Kühlschrank nicht richtig gekühlt. Ja, genau. Da ist jetzt noch ein Update wieder gekommen. Also, das ist halt hier ein Spiel am offenen Herzen, mehr oder weniger. Ja. Wir haben ständig Updates und das ist ja auch gut so. Ja. Und in einem Kommentar aus der vorletzten Aufnahmesession war, wir mögen jedoch bitte endlich mal Licht einbauen. Es ist so dunkel. Ja. Hab ich sogar auch gelesen. Hier wird, ja doch, wir können da oben Lichter dran hängen. Das Problem ist, wahrscheinlich wird die Performance, sobald wir Lichter aufbauen, drastisch runtergehen. Das müssen wir beobachten. Und wenn das so ist, müssen wir eventuell tätig werden. Eins nach dem anderen. Genau. Ich habe hier den Wasserkanister aus dem Gewächshaus geholt, um den hier mal nachzufüllen. Da war nur noch wenig Wasser drin. Das packe ich jetzt wieder rein. Und dann nehme ich auch gleich mal ein paar Samen mit und pflanze Tomaten ein. Beziehungsweise jetzt in einer kontrollierten Umgebung könnten wir ja eigentlich auch mal was Neues versuchen. Na, meine Versuche haben wir fehlgeschlagen. Das war in einer manuell kontrollierten Umgebung. Ja, stimmt. Mit ganz viel vergessen. Soll ich es mal mit Weizen nochmal versuchen? Also ja, mit Mais? Noch haben wir ein bisschen was übrig. Vor allem, der verdirbt jetzt halt auch bald. Willst du denn überlegen, wo wir die Kühlschränke reinstellen sollen? Ich wollte die ins Treppenhaus stellen. Ja, genau. Da wollte ich ja einen Originalkühlschrank einbauen, aber dann hätte ich Fenster abreißen müssen. Und nee. Ja, dann machen wir hier eine kleine Küche oder so. Irgendwie. Ja, jetzt muss zwei Kits hergestellt, ja. So, dann mal rein mit dem Mais, bevor der wirklich kaputt geht. Das wäre sehr schade. Ich hätte natürlich auch noch Tomaten mitbringen können für die anderen beiden Spots, aber gut. Kennt man ja. Der Doc denkt ja nicht nach, bevor er was tut. Ja, wäre auch was Neues. Ja. Nee, ich finde, man muss auch keine alten Gewohnheiten jetzt aufbrechen. So, einmal und zweimal. Was machst du? Das Geräusch ist hier noch zu kalt drin. Es ist noch zu kalt hier drin. Oh, es ist. Wir brauchen ganz schnell mal ein paar Fackeln. Fackeln, wo waren die Werkzeuge? Ich mach dir die Luftschleuse auf, dann kannst du die da reinschmeißen. Ja. Hier steht, wird decayen, also wird verderben in einer Stunde, steht hier. Ich hoffe, dass das Spiel also Echtzeit ist. Die Temperatur, nicht dran gedacht. Da kommen sie, die rettenden Fackeln. Hoffentlich hast du gleich ein paar mehr gemacht. Es sind 7 Stück. Ja, wunderbar, die machen wir alle an. Komm, geh auf Tür. Wenn es einmal schnell gehen soll. Ja, perfekt. So, minus 4 Grad. Und dich packen wir auf. Minus 3, sehr gut, das wird wärmer jetzt. Zusätzlich ist die Sonne, die geht auch gleich wieder unter. Ja, aber die Temperatur steigt schon, das ist gut.
Ach so, schönes Licht hier drin. Ja. Bin gerade am Überlegen. Wir hatten schon mal hier Fackeln drin, aber wann war das? Das war auch das könnte nach der Aufnahmesession gewesen sein, oder? Das könnte auch sein. Nee, hatten wir das nicht gemacht hier, nachdem ich die Schaltung fertig hatte? Die sind dann ausgebrannt und dann hat es aber nicht ganz gereicht. Zwischendurch um die Katzen hinter mir kümmern, die wieder Unsinn machen. Die samtpfotigen Störenfriede. Okay, also man sieht jetzt hier schon den ersten Halm aus dem Pflanzgerät rauskommen, aber steht immer noch, wird decayen. Ich hoffe, dass Mais nichts anderes braucht als CO2. Ist jetzt nicht, wieso? Dummerweise steht hier halt. Dummerweise steht hier halt auch nicht dran, warum es decayt. Normalerweise sind ja Gründe aufgelistet, ne? Zu kalt oder Luft ist schlecht oder so. Hier steht einfach nur, will decay in 1 hours. Jetzt haben wir es aber 12 Grad, das heißt, Temperatur können wir gleich ausschließen. 15 Grad ist eine sichere Temperatur für die Pflanzen. Und die erreichen wir jetzt jeden Moment. Grad. 15 Grad. Ich merke, ich spiele zu viele andere Spiele. Ich will ständig R drücken, um die Sachen zu drehen. Damit reiße ich keine Sicherung aus. Tja, die Temperatur ist gut. Aber leider geht es den Pflanzen trotzdem nicht gut. Oh, warte mal. Was denn? Nina, ich glaube, du musst noch mal reinkommen hier. Um was zu machen? Erinnerst du dich daran, wie es sich für dich dargestellt hat, die Pflanzen anzuschauen, ja, als ich noch den Server gehostet habe? Da hattest du doch auch immer einen Anzeigefehler und hast nicht einen wirklich guten Stand über die Pflanzen oder die Erntebereitschaft gehabt. Jetzt müsstest du mal reinschauen und gucken, ob das für dich anders aussieht. Bin schon unterwegs. Ich sehe dich. Es wird jetzt auch gerade sehr warm hier drin, aber die Klimaanlage ist schon angegangen. The corn has unfavorable lighting. Lighting, okay. Ist das alles? Und hier auch ungünstiges Licht. Ansonsten sagt er nichts. Okay, wenn es nur das Licht ist, dann haben wir alles, dann ist alles in Ordnung. Ja. 28 Grad drinne. Ach, die zwei Spinner. Ich hoffe, du wolltest auch raus. Genau. Ich bringe die Fackeln raus, weil wir hatten es 28 Grad oder so. Ja, bei mir ist das der Rucksack voll. Ich hätte eine Sache mitnehmen können, das wär's dann auch. Okay. So. Dann hätten wir das ja schon mal erledigt. Dann wollen wir mal kurz Batterie. Ich glaube, mein Portable Light ist auch gerade ausgegangen. Ja. Gut. Also. Hast du schon einen Kühlschrank hingestellt? Noch jawohl. Nicht in endgültiger Position. Der ist aber sehr hoch. Ja, darum stelle ich die beiden jetzt mit dem Rücken zum Glas.
Ist nicht ganz so schick, aber ja, geht nicht anders. Passen die nicht? Wenn ich die einmal um 90 Grad gedreht hinstellen will, ja, beide nebeneinander, dann guckt er hier durch. Oh. Durch die Treppe. Okay. Und einer reicht nicht, ne? Wahrscheinlich. Ich dachte mir zur Sicherheit dann zwei. Ja, okay. Kann nicht schaden. Das stimmt, ja. Das ist natürlich schon ein bisschen schade, dass das nicht besser dahin passt dann. So, ich habe jetzt alle Kabel abgeschlossen. Ich habe gerade eine Idee. Was wäre denn, wenn wir die Treppen drehen würden? Und wie wirst du die drehen? Ich mache einfach mal und du sagst mir, ob es gut ist. Und wenn es nicht gut ist, dann machen wir es wieder andersrum. Vielleicht. Jetzt sehe ich das Problem. warum ist unsere Base da schon zu Ende? Ja, ich weiß jetzt nicht, ob du gesagt hattest, das wäre ansonsten zu groß, oder ob ich mir selbst gesagt hatte, ja, aus Materialgründen und so wäre das zu groß. Okay, dann andere Idee. Und zwar, na, bleibst du wohl... So, dann hätten wir diese Wand für die Kühlschränke. Eine Doppelwand. Ja, wir brauchen nicht mal eine Doppelwand. Meinst du denn, dass das so dann hübscher aussieht, oder ist das auch nichts dann? Ja, meine Originalidee war halt, dass man nicht bis zum Ende des Raumes gehen muss, um auf die Treppe zu kommen. Darum habe ich die so umgebaut, wie sie gebaut waren. Ja. Okay. Aber da waren noch keine Kühlschränke mit in der Überlegung. So hätten wir auch die Fensterfront frei von... Ja, von Kühlschränken. Frei von, ja, auch von Treppen, ne? Ja, also wenn du das so magst. Ich persönlich fand das jetzt eigentlich ganz hübsch. Verzeihung. Ja, so, hier unter den Fenstern sind übrigens Kabel verlegt. Ja, okay. So, ich bringe mal erst mal ein paar bisschen Kram jetzt weg und dann, was könnte ich denn jetzt mal noch implementieren? Die Kühlschränke brauchen nur Strom, ne? Sonst brauchen die nichts. Man kann auch noch eine Steuerung anscheinend anschließen. Okay. Das hört sich so kompliziert an. Portable Air Conditioner. Ach, ich habe noch die Dosen mitgenommen. Oh, die Pilze sind bald hinüber. Die decayen alle in einer Stunde, steht hier bei mir. Boah, super. Ist natürlich schon extrem kurze Zeit dann, ne? Vor allem auch der Weizen. Ja gut, aber wenn der Kühlschrank gleich steht, wird es ja besser. Aber ich gehe noch eben die zwei Kartoffeln einpflanzen, die wir haben. So, damit ist das somit schon mal. Geführt. Irgendwie habe ich kaum noch Kabel. Da ist auch nichts mehr.
Es fehlt Stahl. Stahl. Kupfer müssen wir neu bauen oder neu produzieren und Stahl müssen wir neu produzieren. Kupfer ist einfach. Stahl ist lästig. Der Mais wächst auf jeden Fall. Das ist ja schön. Ja. Temperatur 17 Grad. Gut, es kühlt nachts ein bisschen runter. Sobald hier mehr Sauerstoff drin ist, wird die Temperatur auch besser gehalten. Denke ich zumindest. Ich sag mal toi, toi, toi. Toi, toi, toi. Ich würde auf Holz klopfen, wenn ich welches in der Nähe hätte. So, hier mal noch zwei Kopf hinlegen. So. Kids, ich glaube, da ja. Ich bin noch so ein bisschen unschlüssig, was für ein Ziel ich in dieser Folge habe. Ich tingle einfach mal so ein bisschen hin und her. Mein Problem. Was ist denn jetzt? Warum hat er jetzt aufgehört? Hast du... Ja, fein, Erna. Wir haben nur hier drin Barren, ne? Die sind nicht noch irgendwo anders zusätzlich gelagert, ne? Nee, es sei denn, du hast heimlich irgendwo noch welche verteilt. Nee, heimlich sowieso nicht. Aber dann würde das bedeuten, dass wir ein Kupferproblem haben. Und das würde dann bedeuten, dass ich dringend mal losgehen muss. Kupfer sammeln. Aber zunächst mache ich was anderes. Kit Wall. 4 Stück reicht auch. Und die brauchen immer noch Plastik Sheets. Plastik Sheets haben wir auch nicht mehr. Wir haben ja nichts. Also ich habe bloß noch eine große Batterie mit 37% im Inventar. Warum ist hier sind hier Glass Sheets drin? So, jetzt ist Kupfer nämlich aus. Jetzt könnte ich mir aus irgendeiner anderen Maschine was klauen, aber... Ja, na, so. Nein. okay, Erna hat mir gesagt, ich soll die Gläser wegbringen morgen. Das gute Leergut. Nee, Glascontainer, aber sind es doch gerade mal 3. Aber sie will an den Beutel mit den Glassachen ran. Ja, es soll sich auch lohnen, ne? Wenn, ja. wenn man schon weggeht, ne, dann ja auch. Ja, vor allem davor steht der Mülleimer und in dem hat sie drin gestanden, sich dabei rausgebeugt. Sehr schön. Zum Beutel mit dem Leergut. Das ist, es sah sehr interessant aus. Die kann ja ansonsten in der Ecke gerne spielen, habe ich überhaupt nichts dagegen.
Ich will nicht wissen, was passiert, wenn sie anfängt, mit einmal irgendwie leer gut rumzuspielen und was dann mit Glas und Tassen, die woanders sind, passiert. Nee, muss man ja nicht rausfinden. Nee. So, irgendwas ist noch nicht richtig eingestellt. Warum kühlt er denn auf 17 Grad? Da passt doch der Wert einfach nicht. Da muss ich noch mal ran an die Programmierung hier. Ja, die sind doch auf Kelvin, oder? Ja, die sind auf Kelvin, aber ich vergesse immer den Umrechnungsfaktor. 291 eingestellt. Aber ich kann ja jetzt einzeln gehen. Wir erhöhen jetzt einfach um, ja. Wie viel Grad möchtest du denn haben? Ja, wir machen 3 Grad wärmer, das heißt 293. Jetzt müsste er auf 20 Grad runterkühlen, das ist in Ordnung. So, 20 Grad sollten 293,2 Kelvin sein. Komma 2? 293,2 oder 68 Grad Fahrenheit. Ja gut, wer will denn Fahrenheit? Ich kann es ja auch in Rankine geben, was auch immer das für eine Temperatureinheit ist, wo die herkommt. Ich sehe schon, du hast gerade einen wunderschönen Umrechner gefunden. Wolfram Alpha kann ich empfehlen für solche Umrechnungen, wenn man Maßeinheiten irgendwie umrechnet. Der kann auch wesentlich mehr, aber ich benutze ihn hauptsächlich dafür. Wenn man wieder umrechnen muss, okay, wie viel Fuß sind, wie viel Meter und solche Sachen, Kilogramm und Pfund. Es ist schrecklich, wenn man im englischsprachigen Raum Rollenspiele macht und mitmacht. Die haben so komische Maßeinheiten, das geht gar nicht. Ja, da muss man dann entsprechend umrechnungswillig sein. Ja. So, habe ich den zweiten Kühlschrank zugemacht? Ich glaube noch nicht. So, beide Kühlschränke sind an. Der linke hat unsere Dosennahrung, da sind noch 3 Felder frei. Der rechte ist ein bisschen mehr frei. Da sind unsere ganz normalen Sachen drin. Also die Zutaten. Okay. Sehr schön. Ist jetzt alles safe. Kannst du, wenn du dir die Sachen jetzt anguckst, denn sehen, wann die decayen? Also Tomaten zweimal werden in 39,3 Stunden decayen. Hervorragend. Das war vorher auf eine Stunde. Ja, Pilz 39,3. Weizen hält sogar 96,5 Stunden, also. Ja, perfekt. Sie haben etwas unterschiedliche Decay-Zeiten. Aber wir haben ein paar Aufnahmesitzungen Zeit. Das ist sehr gut. So und die Dosen, wie lange halten die Dosen? Ich renne mal wieder zurück, einen Moment. Ja, Entschuldigung, ich hätte gleich fragen sollen, aber Ich renne auch gerade so wie du ein bisschen hilflos hin und her. Ja, okay. 96 Stunden. Ja, super. Also besser geht's doch nicht. Denk dran, Cerealien halten nicht so lange wie Dosen. Ja. Die halten bloß noch 64 Stunden. So, schau mal, Kühlschrank haben wir auch. Jetzt habe ich unter der Treppe festgegangen. Ja. Mikrowelle steht auf dem Kopf. Das war irgendwie anders gedacht. Die Kabelanschlüsse sind natürlich hier in dem Fall vorne. Das ist. Ja, das ist alles ein bisschen inkonsistent, finde ich auch. Aber gut. Können ja froh sein. Jetzt ist die Tür da natürlich. Jetzt muss ich da. Ach, herrje. Unter der Maschine eventuell durch. Nee, das ist doof. Ja, wie gesagt, falls du noch Kabel brauchst, hier unter den Fenstern. Ja, warte mal, haben wir eigentlich für diesen Bereich schon... hast du den Strom hier... Wo hast du den Strom hergeholt für diesen Bereich? Na, von... hier hinten. Echt? Hast du den hier einmal? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das war ja. Wo sollte ich den denn sonst herholen? Ja, hier einen neuen Transformator. Starkstromkabel, wir machen doch in jedem Raum Starkstrom und machen pro Raum einen Transformator. Ja. Eigentlich. Eigentlich. Ja, eigentlich. ja gut, okay. Aber nach oben zum Gewächshaus muss auf jeden Fall ein neuer
Dings. Ja gut, aber wenn hier jetzt Kabel drin sind, dann würde ich die ganz dreist... Die Kühlschränke waren ja schon angeschlossen. Die sind ja schon fast gelaufen. Da hat bloß noch einschalten gefehlt. Ja. Das ist natürlich jetzt eine Querluftverkabelung hier im Grunde, aber egal, Hauptsache das Ding ist da. Okay, das können wir auch einschalten und laufen lassen. So, dann mache ich jetzt einen Ausflug zum Kupfer, aber vorher können wir diese Folge beenden und uns verabschieden. Ja, dann haben wir erfolgreich Kühlschränke aufgestellt und Mikrowelle. Das ist doch mal ein Ergebnis. Jetzt verhungern wir nicht mehr. So ist das. Wir bedanken uns fürs Zuschauen, hoffen, dass es euch gefallen hat und sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.